Eine Weltpremiere gab es gestern Abend im großen Festspielhaus zu erleben. Erstmals ist das Herbert-Pixner-Projekt mit der Salzburg-Philharmonie und ihrem rund 200-köpfigen Chor aufgetreten. Mit zeitweise 300 Künstlern gleichzeitig auf der Bühne, ein Konzert der Superlative. Sehr zum Gefallen des Publikums im restlos ausverkauften Festspielhaus. Der einzigartige Sound des Herbert-Pixner-Projekts, gemischt mit den Klängen der Philharmonie Salzburg. Die Lieder des rund zweistündigen Konzerts kommen aus Pixners Feder. Die Arrangements für das große Orchester mitsamt Chor wurden gemeinsam erarbeitet. Wir sind wirklich Monate daran gesessen. Für mich war es immer am wichtigsten, dass die Band und das Orchester eine Einheit wird. Es passiert sehr oft, dass wenn Bands für Orchester arrangieren, dass dann die Band ein Begleitorchester dabei hat. Aber in dem Fall, glaube ich, haben wir es wirklich geschafft, einen Klangkörper zu formen. Mit Herbert Pixner einmal zu performen, ist ungefähr gefühlt seit 10 Jahren auf unserer Wunschliste. Und wir haben schon immer wieder mal angefragt, das ging terminlich nicht oder es war schon alles blockiert, dann war der Saal da nicht frei. Und dann haben wir es wirklich gewagt, vor 2 Jahren wieder ganz konkret anzufragen mit einem Termin. Dann hieß es, ja, das geht sich aus. Entstanden sind insgesamt 4 Konzerttermine, allesamt waren sie in kürzester Zeit ausverkauft. Geboten wird ein vielseitiges musikalisches Repertoire, das rund um die Welt führt, von alpenländischer Improvisation bis hin zu Tango. Man wollte gar nicht, dass es aufhört. Man hat glaubt, vielleicht noch eine Zugabe, einzigartiger Abend. Ich habe mir Herbert Pixner schon ein paar Mal angeschaut und das mit der Philharmonie war was ganz anderes und was ganz Besonderes. Es ist so viel drinnen an Gefühlen in dem Ganzen, unglaublich, das ist fantastisch. Schön, dass ihr dabei sein habt dürfen.